Viel Sidequesten, viel hin und her gerennen. Ach herrje, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse deswegen. Hihi. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Vampire Stone 2. Im letzten Part habe ich gesagt, dass wir als nächstes einmal die Diebinnen suchen. Und ja, ich habe hier eine Liste. Und ich guck mal gerade. Eine Diebin kriegen wir noch nicht, da wir die dazugehörige Stadt zu der Burg noch nicht besitzen. Als erstes müssen wir nach Schloss Raka. Dieses Schloss besitzen wir bereits. Das ist nämlich oben das, welches zu unserer Bordellstadt gehört. Soweit ich mich entsinne. Ja, Schloss Raka. Gut. Und dort fliegen wir als erstes mal hin. Wir müssen einfach mal quer über die komplette Welt fliegen. Und ich muss die Teile suchen. Also die Lieben. Die Lieben. Und ja, ich hoffe, es ist nicht sonderlich schlimm. Aber wir müssen es machen. Da ich so annähernd mal 100% haben möchte. Und halt, während wir noch ein bisschen hier rumrennen, immer schöne Sachen kriegen und so, ne? Ich glaube, hier war das. Können wir schon rein? Jawohl. Upsala. Okay. Guck mal, wir sind voll hässlich. Okay, ich nehme euch auseinander, Leute. Ist euch schon klar? Oh nein. So Leute, die einen wieder blutend machen. Super. So. Ich hau euch kaputt. Schau euch kaputt, Leute. Und nochmal. Und das. Dieser kalte Schlaf, die Attacke von Asgard, die ist relativ stark, finde ich. Ich finde die geil. Hallo. Oh, verdammt. Okay, und daneben so. Kann Asgard wenigstens dann gleich noch einmal einen angreifen. Hoffe ich. Nein, da verliert er mir zu viel Blut. Scheiße. Gut, einer ist tot. Und der nächste folgt. Komm. Nein, noch nicht ganz. Kalter Schlaf. Gut. Und ihr seid down. Du auch. Fein. Boah, die Viecher sind echt hart. Scheiße. Aber wir leveln ja dadurch gut. Und der liebe Asgard hat leider gar kein Blut mehr. Gut. War die Diebin hier irgendwo draußen? Weil ich mein schon. Nein. Komm her, du Buffel. Und schon wieder drei Stück von denen. Okay. Ich guck mal, was normale Angriffe bringen. Nix. Ein bisschen was Gutes. Ja. Okay. Rundumschlag. Joa, hau rein, Junge. Noch eins blutend. Ich mag das nicht. I don't like it. Na komm her. Verdammt. Gut, der erste ist tot. Rundumschlag. Schön, dass der liebe Wallner auch immer verfehlt. Na ja, komm. So, komm schon du. Na? So. Ich sorg bei dem mal schon mal ein bisschen vor.
Upsala, oh, egal. gut, Walner als erstes. Gut, kaputt. Nein, normaler Angriff. Leute! Mann, warum sind die Viecher so stark? Das kotzt mich gerade so ein bisschen an. Irgendwie ist das eklig. Naja, wir kriegen aber dementsprechend viele Erfahrungspunkte. Okay. So, komm her, Viech. Ich will dich essen. Oh, essen. Kannst du, Papa? Blutviole, yeah. Seele, yeah. Blut, yeah. Oh, es ist das Viech doch wieder da. Ist noch eins. Nein. Nein. Oder musste ich doch da irgendwie in die Höhle rein? Aber ich war mir sicher, dass die irgendwo doof in so einer Ecke rumsteht. Oder war das doch in der Höhle selbst? War das hier unten? Nein, hier unten war es nicht. Gut, ich gehe mal in die Höhle rein. Speicher vorher. Okay. Ach, verdammt. Werwolfi! Gehorche mir! Oh, ich find's toll. Schön Werwölfe haben sammeln. Oh. Die Viecher sind voll stark. Aua. Diesmal sind es nur zwei, okay. Oh Mann, das verbraucht so viel Zeit, die ganzen Viecher hier kaputt zu machen. Oder ich habe einfach nur die falsche Taktik. Tick-Tack. Ich habe die falsche Tick-Tack. Nie. Gut, er ist jetzt tot. Noch einer. Ich glaube, ich lasse mich zu viel von meinen Zaubern hinreißen. Ich muss auch mal auf meinen normalen Angriff achten. Dass ich eher mal so mit Waffen angreife, anstatt mit Zaubern. Das bringt anscheinend auch ziemlich viel. Die haben alle 69. Also Level 69, ne? Nichts Falsches denken, Leute. Kann ich hier rum irgendwo? Geheimgang, Geheimgang. Nein, kein Geheimgang. Kein Geheimgang. Ah! Ich will aber einen haben. Beim Gang, ja. So. Die ist verschlossen. Ha, kein Problem für Meister Walner. Haha. Einen blauen Stein. Hatten wir einen solchen schon? Blauer Stein, roter Stein. Ja, schade, wir hatten schon einen davon. Wo ist der Geheimgang für die Mitte? Mitte. Bist du hier? Nein. Ist hier irgendwo noch was? Ich will den Geheimgang für die Mitte haben. Oder wird man da irgendwie irgendwann hinten teleportiert? Eisrune. Komm her, Tu. Tu? Du! Ja, ja, man sollte auch reden können. So. Gut, dann war in der Höhle wohl nichts drin. Dann muss ich draußen nochmal gucken, ob ich die da irgendwo finde. Ich will die Tussi haben. Ich will die ganzen Diebe mal haben. Ich habe die nämlich nie alle gefunden. Dann will ich das mindestens mal in einem Let's Play hinkriegen. Aber momentan geht das auch eigentlich relativ gut voran, außer dass wir von irgendwelchen starken Monstern immer aufgehalten werden. Nun ja. Komm, verrecke einfach. Ach, verdammt. Komm schon, Elaine. Jawohl. Wenn man so ein bisschen Blut verliert, geht das auch alles ganz gut. Alle haben Level 69. Finde ich reizend.
Wasser. Was? 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 Stand gerade nur Status, oder? Schattenrune. Hä? Ich hab's jetzt total verpennt, was da stand. Naja, egal. Augenblick. Tut mir leid, meine kleine Schwester hatte mich gerade erschreckt. Ich muss ja gleich den Popo versohlen gehen. Aber erstmal muss ich dieser scheiß Diebe in den Popo versohlen. Wo kann die sein? Nein, hier ist die nicht. Ich will jetzt auch nicht aus diesem Bildschirm rausgehen, weil ich weiß nicht, ob ich dann rausgehe oder in ein neues Terrain komme. In ein neues Terrain. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich versuche es einfach mal, dass ich nach links hier rausgehe. Nein, nix. Nach unten raus? Nein, auch nix. Renne ich genau das Ding da rein. Oder ich habe mich auch einfach nur verlesen. Und ich renne gerade die ganze Zeit einfach ohne Sinn in diesem Gebirge rum. Ach, ich bin so ein Profi. Ja. Aber ich war mir irgendwie hundertprozentig sicher, dass das eine Diebin in so einem Scheißgebirge da drin war. Vielleicht war es aber auch ein anderes Gebirge. Ich weiß es nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier raus. Aus dem Gebirge. Ich habe nämlich gerade noch einmal einen Blick auf meine Liste geworfen. Yeah, ich bin so intelligent. Das Gebirge, was nach unten zeigt, da ist ein Wald. Moment. Für ein Gebirge zeigt denn hier nach unten? In dem Wald waren wir schon. Gut, ich guck mal, ob das hier irgendwo ist. Tatsache, aber hier können wir noch nicht rein. Gut, dann ist da eine der Diebinnen. Nächster Standort, Burg Yola. Nordwestlich von Yola befindet sich eine kleine Insel. Dort ist eine auf dem Strand. Burg Yola. Hier ist ein Strand. Ah, verdammt. Was ist denn das? Boah, das sieht ja echt zauberhaft aus. Oh, oh. Scheiße, was soll das? Warum ist auf mir was? Warum ist auf einmal meine Dings, meine... Hoffentlich geht die mir jetzt nicht flöten. Habe ich irgendwie so... Nein, natürlich habe ich jetzt keinen... Oh, scheiße. Fliehen! Schnell! Die Vampir-Lady steht nicht mehr auf. Sagen wir seine neue. Ich hab die. Ach, egal. Immerhin haben wir jetzt eine Vampirin gefunden. Hier so eine Diebin gefunden. Oh, verdammt, ihr seid doch. Hey, du bist doch eine der Diebinnen aus Mesto. Bitte tut mir nichts.
Nein, nur nicht so schüchtern. Oh, scheiße. Na, komm her. Na, komm her, Mädchen. Und nun mach dich nützlich. Ich weiß nicht, ob da deine Methoden nicht zu radikal sind. Radikal? Ich nenne das, zweckkomprimiert, okay? Ja, das hier ist so ein schöner Strand. Und hier rennen so... Hier rennen irgendwie eklige Viecher rum. Da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf, die kaputt zu machen. Okay, im nächsten Part holen wir uns eine weitere Einheit für unser Team. Eine neue, da unsere alte ja eben verreckt ist. Und wir werden uns dann auf den Weg machen, noch eine weitere Diebin zu suchen. Also mit diesen Worten, tschüss, bis zum nächsten Mal.